Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zum Osterfest hier im Dom St. Marien zu Zwickau, zur österlichen Wandlung unseres Wohlgemutaltars. Es ist in unserer Gemeinde eine langwährende Tradition, dass in der Feier der Osternacht unser Altarbild gewandelt wird. Von Aschermittwoch an zeigt es in der Passionszeit einen vorösterlichen Bilderzyklus. Mit der heutigen Altarwandlung werden diese vier Tafeln verdeckt und der Altarschrein wird geöffnet. Wir sehen die Festtagsansicht. Sie zeigt uns 9 Frauenfiguren aus der biblischen wie aus der heiligen Geschichte der Christenheit. Der Nürnberger Bildschnitzer Michael Wohlgemuth erhielt Ende des 15. Jahrhunderts den Auftrag, für den Altar unserer Kirche ein Altarbild in der Ausführung eines Altarretabels zu schaffen. Es wurde 1479 vollendet und ist seither ein Kleinod unserer Kirche und unserer Region. In dieser festlichen Wandlung bildet sich für uns etwas von der wunderbaren Wandlung der Geschichte Gottes mit uns Menschen ab. Die Bilder des Todes müssen hinter die hoffnungsvollen Figuren der Glaubensgeschichte zurücktreten. Mit dieser Wandlung feiern wir heute das Leben, feiern wir Ostern. Wir glauben an die Auferstehung von Jesus Christus, unseren Herrn. Nach dem letzten Mahl mit seinen Jüngern zieht sich Jesus in den Garten Gethsemane zurück, um zu beten. Er weiß, ihm steht ein Leidensweg bevor. Jesus betet zum Vater: Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ein Engel vom Himmel erscheint ihm und stärkt ihn. Er hat auf dem Bild den Kelch in der Hand. Die Jünger, die mit Jesus beten sollen, sind eingeschlafen. Sie ahnen nicht die Gefahr, die über sie hereinbricht. Von Judas angeführt, kommen im Hintergrund schon die Soldaten. Sie werden Jesus festnehmen. Die Stunde ist gekommen. Das finstere Geschehen nimmt seinen Lauf. Jesus wird vor Gericht gestellt. Pilatus soll ihn verurteilen, aber er sieht keinen Grund für ein Todesurteil. Er lässt Jesus geißeln. Vom Erker aus zeigt er diesen Menschen dem Volk. Doch dieses hat kein Mitleid. Es fordert die Kreuzigung. Jesus wird verspottet. Er bekommt eine Dornenkrone aufs Haupt gesetzt. Mit Purpurmantel und Stab wird er wie ein König gekleidet. Gegrüßt seist du König der Juden, spotten sie. Pilatus verurteilt Jesus zum Tod am Kreuz. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Der aufgewiegelte Mob bekommt seinen Willen. Jesus muss sein Kreuz tragen. Die Straßen und Gassen sind voller Menschen. Es ist ein Spektakel. Die Menge zieht und zerrt an ihm. Die Soldaten haben alle Mühe, Jesus durch das Gedränge zu führen. Eine Frau reicht Jesus ein Tuch, um seinen Schweiß zu trocknen. Sie kniet anbetend vor ihm. Auf ihrem Tuch ist sein Angesicht zu erahnen. Doch Jesus muss weiter. Am oberen Bildrand ist das Ziel schon zu sehen. Der Hügel Golgatha,
vor den Toren der Stadt. Jesus wird ans Kreuz geschlagen, er leidet still. Unter seinen Armen stehen auf der einen Seite die Seinen. Seine Mutter Maria muss gestützt werden. Auf der anderen Seite stehen die Ankläger und Soldaten. Maria Magdalena umschlingt das Kreuz, als könnte sie so fassen, was da geschieht. Jesus leidet und stirbt für uns. Die Passionszeit, Buße und Fasten liegen hinter uns. Wir haben den Leidensweg Jesu betrachtet. Die Bilder am Altar haben sie uns vor Augen gehalten. Nun hören wir neu das Evangelium. Jesus lebt. Der Tod ist keine Endstation. Seine Macht ist begrenzt. Unser Ziel ist das Leben mit unserem Herrn und unserem Vater im Himmel. Wir können jubeln. Halleluja! Gott wandelt Trauer in Freude. Das sollen wir vor Augen haben. So kann nun auch der Altar zur Festseite gewandelt werden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So grüßten sich die Jünger damals in ihrer Begeisterung. So grüßen auch wir uns in österlicher Freude. Gott bleibt nicht beim Tod stehen. Der Weg geht weiter. Jesus lebt. Der lebendige Herr begegnet uns im Wort und im Gebet. Der lebendige Christus begegnet uns in Brot und Wein. Der Weg Jesu mit uns geht weiter. Das ist der Grund, weshalb der Altar nicht leer zu bleiben braucht.
Nachdem nun die Wandlung des Altars vollzogen ist, zeigt sich seine Festtagsansicht. Festlich deshalb, weil sie ursprünglich nur an Sonn- und Feiertagen zu sehen war und weil sie als gestalterische Besonderheit dreidimensionale Figuren zeigt. Und das ist nun mal herausragender als ein gemaltes Bild. Außerdem gibt es noch eine Art innerer Festlichkeit, die man hier entdecken kann. Unser Alltag hat einen festlichen Glanz bekommen, weil wir ihn von Ostern herkommend leben können. Selbst wenn wir dunkle Momente und schwierige Zeiten erleben, wissen wir seit dem allerersten Osterfest, dass das Leben durch die Auferstehung Jesu gewonnen hat. Zudem ist der Hintergrund des Altars in der Festtagsansicht blau ausgemalt und mit vielen kleinen goldenen Sternen geschmückt. Dies ermöglicht dem Betrachter sowas wie einen Blick in den Himmel, dorthin, wo Gottes Gegenwart gegeben ist. Unter den 9 hier dargestellten Frauen, die ihr Leben in ganz besonderer Weise mit Gott gelebt haben und dafür an dessen Grenzen und darüber hinaus gingen, finden sich auch 2 biblische Frauengestalten. Beide waren ganz nah am Ostergeschehen beteiligt. Da ist zum einen Maria, die Mutter von Jesus, im Zentrum des mittleren Teils zu sehen. Sie trägt hier Jesus, dargestellt als kleines Kind, auf dem Arm. Aber es deutet sich schon eine weitergehende Nuance seines zukünftigen Lebens an. Er ist der Herrscher der Welt und trägt die Welt mit allem, was sie bewegt, quasi mit links. Und dann ist da noch Maria Magdalena zu sehen. Sie hat ein Gefäß in der Hand, das Salböl beinhaltet. Ihre Aufgabe war nach dem biblischen Bericht ein letzter, salbungsvoller Dienst an Jesus, bevor er seine letzte Ruhe in der Grabhöhle finden sollte. Doch dank des Ostergeschehens ist alles anders. Die Festlichkeit der Ansicht zeigt sich ebenso in der großzügigen Verwendung von schmückendem Gold an den Figuren. In der unten stehenden Predella begegnet der Betrachter dem erwachsenen Jesus. Hier ist dargestellt, wie er im Kreise seiner Jünger das letzte Abendmahl feiert. Es handelt sich hierbei nicht um eine geschlossene Gesellschaft. Der Blick ist offen nach vorne gerichtet, dahin, wo sich bis heute die Gemeinde zur Feier des Abendmahls an einem Tisch einfindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne dich und behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.